Hallo und herzlich willkommen heute zum Let's Play Outlast. Ja, das Spiel ist schon etwas älter. Ich habe es bisher bloß noch nicht wirklich gespielt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Von da aus legen wir doch einfach mal los. Schwierigkeit. Normal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß mit den oben genannten Sachen. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden bescheren wird. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilstätte Mount Massive aufzudecken. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer, also so gut wie tot. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine Wahl, als wegzulaufen, dich zu erschrecken oder zu sterben. Sache, der ist so gut wie tot. Hui. Wir sind so gut wie tot, ich bin so gut wie tot. Scheiße, aber... Schauen wir mal. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for the livestock behavior. Encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silver Clover and Leadville. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box elder bugs. But do keep all pets and children indoors between the hours. Hallo, wach mal. Mal Licht aus. So. Meine Dienste. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwarerate für die Einrichtung von Merkov Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Mirko scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Na dann. Passenderweise sind wir Journalist. Die Batterien in die Kamera. Reingucken. Funktioniert. Zoom. Passt. Nachtsicht. Passt auch. Na dann. Und rein ins Vergnügen. So. Deine Ziele werden in der Notizbuch aktualisiert. Dort findest du deine Notizen und gesammelte Dokumente. Was kann losgehen? Ja, herrliches Wetter, wie man sieht, ne? Schön da. Abendrot, gut Wetterboot, lalala. So. Und das Tor ist zu. Entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister oder Herr Werkschutz, der nicht da ist. Ich wollte eigentlich mal. Ja, der hat dann zugemacht. Da. Passwort habe ich nicht. Okay. So, blind. Die Vögel ziehen vorbei. Die Geräuschkulisse ist schon mal nicht schlecht. Tür zu öffnen, halte den Knopf, bewege dich vor uns an der Tür langsam. Wir machen dich langsam. Hallo! Investigativer Journalist möchte mal Hallo sagen.
Ereignis aufgenommen? Was für ein Ereignis? Da ist das Licht an. Moment. War da oben was? Keine Ahnung. Hallo? Da ist wer. Oh mein Gott, da ist einer am Fenster vorbeigegangen. Und das Licht ist wieder aus. Das muss ich in mein Notizbuch schreiben. Oh ja, und das Notizbuch, das habe ich doch bestimmt im Auto liegen lassen. Ja, haha. Nein, das habe ich bei. Ich habe beide Kuh. Ja, so, gucken wir mal. Beachtet mich einfach nicht. Ich bin nur hier, um zu schauen. Was ist das hier für eine tolle Nervenheilanstalt jetzt, weil ich gerade festgestellt habe, dass mein Opa hier auch ganz gerne rein möchte. Zum Rennen, hier rennen wir. Auch nicht viel schneller. Ich bin halt ganz runter. Ich bin Journalist und zwar ein Investigativer. Not massive. Hallo! Abgeschlossen. Na gut. Ist ja auch schon irgendwie dunkel. Naja. Hm. Schauen wir mal hier. Klingeln. Hallo? Hallo? Da auch nicht. Supi. Warum stehen hier nicht solche komischen Autos rum? Das sind jetzt aber nicht die üblichen, keine Ahnung, Nervenheilanstalt-Autos oder so. Seien die fahren jetzt immer gepanzert rum. Hm. Hier lang. Hm. Hallo? Nee. Warum atme ich so schwer, wenn ich zur Seite gucke? Ist das... Möglicherweise habe ich ein Problem mit meiner Lunge oder so. Keine Ahnung, egal. Ja. So, Delle. Ach, Cookie kann ich rein. Ta-ta-da. Guten Tag. Gesundheitsinspektion. Ich wollte nur mal schauen, was hier so Tolles abgeht. Beachte mich nicht weiter. Ich guck. Haha. Die Kamera, die ist da, um, ja, das zu sehen, was ich festhalte. Aha. Hm, nee, auch nicht. Hm. Nee. So. Habt ihr auch schon festgestellt, dass ich raus und reinzoomen kann? Ja, so eine Kamera mit Zoom ist jetzt ja schon mal total Neues, aber hey, ja, lieber nochmal dran erinnert, als bevor ich das vergesse. Warum kommt hier Musik? Ich stehe an einem gottverdammten Baugerüst. Warum geht da die Musik an? Das ist dieser mysteriöse Brunnen, der nicht geht. Das ist. Ich drücke mich sofort auf den hier mit meiner Superkamera. So, hier guck, geht nicht. Ganz böse. Jetzt hier in dieses Dach steigen, weil ich bin. Wenn da mich meine Aktivitäten als investigativer Journalist und Gesundheitsbeamter noch nicht voll ausfüllen, kontrolliere ich nebenher in meiner Freizeit auch noch Baugerüste in Nervenheilanstalten. Baugerüst ist schon mal schick. Ja. Aber die Leitung ist ein bisschen unsicher. Könnte man noch so ein Geländer dran machen wollen, bevor man hier noch irgendwo, runterfällt oder so. Hat ein Glück, bin ich nicht von der Berufsgenossenschaft. Die würde meckern. So. Ich glaube, das Fenster ist kaputt. Hallo. Entschuldigen Sie bitte, da ist ein Licht kaputt gegangen. Ich war's nicht. Batterie leer sagen. Ich muss die Batterie wieder eingeschaltet. Oh, scheiße. Nein, das ist nichts. Oh, da ist die Tür vorgegangen. Ich habe nichts mitbekommen. Haha. Hier geht's. Hier spritzt es doch.
Wir gehen ja mal das. Ah, jetzt habe ich Nachtsicht. Wir haben ein paar Flecken auf dem Teppich und Scherben. Das ist jetzt nicht so pralle, ne? Sollt ihr die Putze mal aufräumen? Das ist uns ein bisschen doof. Hallo Fernseher. Warum sehe ich mit Nachtsicht? Das sind Bilder. Und zwei Fernseher in einem Raum mit Chaos. Ist ja auch schon ein bisschen dekadent. So. Das Bild mochte wohl wer nicht. Scheint aber entweder ein Schloss sein oder eben dieses Gebäude, wo ich gerade drin bin. Hallo. Ist das Kunst oder kann das weg? Oh, wie schön, ein Fernsehzimmer. Mit Kamin. Bücher an der Wand. Oh. Toll, toller Fernseher, aber kein Empfang drin. Juhu. Hören Sie mal, Herr Mitarbeiter vom großen Elektrofachmarkt. Der Fernseher ist kaputt. Warum? Er zeigt kein Bild und macht komische Geräusche beim Einschalten. Warte ich gut, da. Haben Sie noch nicht Quittung? Ich leider verlegt. Ja, dann kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Das ist super. Lied es ist. 8:50. Hallo? Also meine Güte, ey. Mann, Fluchtwege nicht eingehalten hier. Muss sich überall durchzwängen. Material mit Geheimklamotten dabei. Guten Tag. Auch keiner hier. Aber Batterien. Ich nehme die mal mit. So. Die ist hier. Schon wieder Fleck auf dem Boden. Müssen wir ab und zu mal sauber machen hier, wenn ihr so den Kirschsaft verschüttet, ne? Hallo, guten Tag. Ich glaube, ich muss mir das Kamera hochstellen. Ich sehe nichts. Das ist absolut zappenduster. So, Blickempfindlichkeit. Nein, Hocker, ein Aus. Da. Der Regler so viel, dass der Logo auf der linken Seite dunkel ist und vielleicht darf man sich gar noch erkennen. Auf der linken Seite dunkel. Logo ist auf jeden Fall dunkel. So, das sollte passen. Ah, jetzt sehe ich ein bisschen mehr, aber immerhin schon mal etwas. Oh, hier. Dokumente. So. Patient, Initialen WBH, genannt Billy. Erste Patientenbefragung 2009, Alter, 19, männlich, Chaos, Houston, bla bla. Hatte selbst geschafft, Leucid, Traumphase zu sein, morphogenetische Androsaktive, sein Beispiel, Umfang beobachtet, fand vor Stufe 4. Diagnostik. Aus der Klage seiner Mutter gegen Merkel von die Psychiatrie, das sollte das mal sicher zu gehen. Trotz Billys Betreuung, er habe die Wahrheit in den Blutrang von Dr. Drager. Okay, entdeckt. Der Name des Drager, den er unterlagen soll, ist ein gewisser Richard Drager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt werden, um die Videoüberwachung verbessert, um biometrische Daten zu nutzen. Oh, okay. Also irgendwo. Da steht was hinter mir. Ein. Oh, Vorhang. Verdammt. Ah.
Warum atme ich wieder so schwer? Da hat sich noch einer auf dem Klo eingeschlossen. Na gut, bevor ich damit rein könnte und deswegen muss ich wieder einen abseilen muss. Das wäre ja auch nicht auch schön. Hallo. Da bringe ich keine 10 Pferde rein. Nee, nicht in die Scheißtür. Die natürlich so ist. Warum tropft der Himbeersirup von der Decke? Warum wischt das keiner weg? Hm? Oh, guck mal, hier liegt noch ein bisschen... Darm? Ähnliches. Etwas auf Tablett. Das muss ich vergessen. Ja. Hm. Doch eigentlich ein Mülleimer. Ah, okay, da tata. Ich will da nicht rein. Nee. Ich bin ein investigativer Journalist. Ich glaube, ich schule um nach dem Job. Keine Ahnung. Oh, da ist einer. So gesund sah der jetzt nicht aus. Ich sollte nicht hier sein. Da läuft einer. Ich sollte nicht hier sein. Denn ich bin definitiv nicht allein. Und dieser Tür wird mich raten. So, hier. Eine Bücherei, auch nicht nett. Ja, Bücher lesen, bestimmt irgendwas Tolles für den investigativen Journalist dabei. Tagebücher. Von irgendwem vielleicht. Ja, leck mich doch am Arsch! Oh. Ey, verdammt nochmal! Ich bin hier definitiv falsch. Das ist doch zum Kotzen. Hier läuft was ganz gehörig schief. Warum hängt da einer? Komm runter. Warum sind da gerne? Ich krieg dir so viel. Ich bin bescheuert. Ich muss wieder. Jawohl, da hängt noch einer. Ein bisschen kopflos, der Junge. Ja, das war keine geile Himbeersirup. Scheiße. Guck mal, Büsten von Leuten. Korrigiere, das sind Köpfe von Leuten. Und noch mehr. Und ein Typ aufgespießt. Jawohl. Oh, leck mich, der lebt noch. They killed us. They got out. The very. You can't fight them. You have to hide. You can't unlock the main doors from security and control. You have to get the fuck out of this terrible. Oh ja, oh ja, oh, er ist tot. Scheiße. Lachata hier, Igitt. Wo ist der Ausgang? Hallo? Ich bin nicht hier. Nein, ich bin dazu gar nicht hier. Yep, da unten liegt da wieder was. Auch kein. Ich gehe direkt runter. Nee. Ich mache jetzt hier die Biege mal so vor, dann. Little fake. Oh, Scheiße! Kacke. And who are you then? Ich bin nicht hier. Nein. Ich bin ganz woanders. Ich bin am Strand oder es ist Tell und ich habe eine Colada-Namen. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ich bin kein Apostel. Ich bin Journalist. Nee, ist mir auch egal. Hat mich nicht getötet. Super Sache.
Und ich habe Mörderrückenschmerzen. Fliehe aus der Fernschaft. Jawohl. Proclaim the gospel. Da ist der Ausgang. Hier hoch. Da muss ich hin. Da muss ich hin. So. Ja, kein Wunder, dass hier alle kopflos sind. Die Köpfe liegen ja da oben in der Bibliothek. Oh Mann, ey. Jedes Mal steht irgendwas hinter mir. Ich rede durch. So, hier. Mach an. Hallo, du. Mach mal auf. So, jetzt. Das sind meine Tapsen. Ja, super. Jetzt krieg ich Blut am Schuh. Guten Tag. Ich habe gehört, Sie haben hier ein Problem. Ich gehe wieder durch Blut. Ich höre das schon. Das ist kein Wasser. Das ist... Warum nutzt dieser Typ mit diesem netten Licht? Ey, warum geht jedes Mal, wenn ich ein verdammtes Dokument weglege, diese Musik an? Das ist... Nächstes Mal dahin steht da irgendeiner hinter dir oder so ein bisschen. Da ist einer. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hey, da ist ein Bildschirmschoner. Ich will gar nicht wissen, was das hier ist, wo ich hier durchlatsche. Oh. Igitt. Zumindest keine Tapsen hinterlassen. Hier Holz und hier Stein, okay. Das liegt auch nicht so gesund. Das war ich jetzt aber noch nicht. Security Office. Library, nein, war ich schon. Sicherheitsraum. Da steckst du dich vor dem Typen, sondern vor der Musik, die einsetzt. Oh Mann, ey. Klein Perry. Sympathisch, mit zwei verschiedenen Augenfarben.
Er guckt ein bisschen fies hier. Olivier. Gegen den haben sie auch schon was. Grinstübil aus. Und er sieht Jermaine, die sehen alle nicht jetzt so knusper aus, wie ich sagen so, hey Doktor, schön, dass Sie da sind. Das kommt mir bei den Heinen ist jetzt nicht so wirklich in den Sinn, sondern eher so, ach du Scheiße, ein Mann in Weiß. Oder mit was Uniform. Oh Mann. Will ich diese Tür öffnen? Jawoll! Tod auf dem Klo. Jux. Ha, ein Ort ohne Blut. Juhu. Ja, ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen, was das wieder ist. Aber auch die zwei haben es anscheinend hinter sich. Ja, eine Batterie. Yes. Was? Ah. Das sieht hier so. Boah, da kommen die Zehennägel hoch, ey. Oh, das Geräusch allein schon. Schon da? Ich hoffe nicht. Security. Warum brauche ich für den Scheiß die Schlüsselkarte? Och nö. Und wo kann ich die jetzt raussuchen? Aus welchem Gedärmhaufen darf ich mir den Scheiß jetzt holen? Ach Mann. Da gehe ich nicht rein, jetzt hat ich seine Hand so reingegangen. Hielt es nicht aus. Ich sollte mal echt was an ihrer Beleuchtung tun. Auch derjenige hat es hinter sich. Oh, ich bin schon wieder reingetreten, ich rieche so viel. Das bevorstehende Verletzen kann der sofortigen Maßnahmen seitens der Merkoff-Corp erforderlich, das Favorit von den Zerfunden Projekt Wallride. Oder Wallrider, okay. Er bleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gewicht zu fahren im Fall der korrekten Handhabung, das Material zu unterbinden. Das Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Sehr optimistisch, muss man schon sagen. Was die Brennungsverzeichnung betrifft, so dass Vermehre soweit seit der Regierung geäußert Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind, die Gewalt unter den Patienten steigt. Je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert, was auch immer morphogenetische Antriebstherapie bedeuten soll, eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochnungsvoll Helm Granat. Merkoff Schadensabteilung. Eine sehr optimistische Dame. Jedes Mal. Jetzt muss ich ja wohl da rein, oder? Das ist Gott sei Dank abgeschlossen und ich bin weg. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. Meh. Exit! Ein schwerspürliches Zeichen. Die diese Sachen nicht sehen könnte. Da sind wir. Natürlich zu. Warum auch? Notausgänge schließen wir immer ab. So.
So, und nun? Sicherheitsbüro. So, ich brauche eine Schlüsselkarte. Wo kriege ich die Scheiß Schlüsselkarte? Braucht wer einen Monitor? Irgendwer einen Monitor? Ich habe hier noch einen rumliegen. Und eine Tastatur. Die ist so super. Die hat sogar jetzt noch das Lämpchen für den Numblock an. Gehe ich da runter, wo das Blut hinschmiert, oder mache ich was anderes? Du siehst mal aus wie ein Security-Mensch, hast doch bestimmt eine Schlüsselkarte dabei, oder? Anscheinend nicht. Deswegen ist ein Fenster offen. Hm. Aufzug. Das ist das neue Modell. Man fährt nicht, man fällt. Vielleicht nochmal? Nein. Hier ist zu. Ah, Scheiße, da muss ja irgendwo der Hansel im Rollstuhl sitzt. Hat er zumindest nicht gehört? Also er könnte taub sein und der ist sogar blind oder tot. Vielleicht ist er tot. Das wäre super. Tot ist super, weil irgendwo dann kann er mir wenigstens nichts antun, das wäre so cool. Ich weiß 100%, dass hier irgendwo wieder irgendwelche Scheiße liegt, wo ich reinlade. Das ist kein Hin. Oh, ich habe gerade schon wieder einen Schreck bekommen, dass diese scheiß Pflanze im Weg ist. Oh. Ja, super. Trotzdem rein. Aber immer nur mit einem Fuß. Schon mal anfangen. Er ist nicht tot. Vielleicht tut er mir nichts. Okay, die Möglichkeit ist kriegen, dass er mir nichts tut, aber vielleicht tut er mir nichts. Haben Sie zufällig eine Schlüsselkarte, lieber Herr im Rollstuhl? Der so ein bisschen. Bitte Herr, Sie sehen nicht so gesund aus. Ich guck mal, ob ich wen finde, der noch nicht tot ist und Ihnen helfen kann. Oh, sehr schön. Ein sehr spannender Film, die Frau in Rot. Mein Name, ich bin hier raus. Lass mich, Arzt, ich bin durch. Eine Schlüsselkarte.
Bitte zuck nicht. Bitte zuck nicht, du Penner. Bleib tot. Da kennen wir doch. Zieht man die Schlüsselkarte ab, wenn man ist tot und dann bumm! Und verreckt dann dort. Das muss nicht sein. Ich brauch das nicht. Ich will hier raus. Nicht leider dicht. Lalalala. Oh, leck mich doch am Arsch! Verdammte Scheiße! Oh, ich hab's gewusst! Hau ab, du Penner! Oh, jetzt der Kopf zu lang in mir, der Kopf zu lang, ich weiß es nicht. Ist mir schon egal, ich mach jetzt die Biege und zwar flitzend. Ich hab die Schlüsselkarte, ihr könnt mich alle mal. Oh, verdammt, ey. Irgendwo hast man es auch gewusst, der Idiot kommt und springt einen an oder so. Oh. Oh. Oh Mann, ey. Und zu die Tür. Und nochmal, weil es so schön war. Oh. So, und jetzt hier. Der Balken könnte sich ruhig ein bisschen schneller bewegen, sonst kommt der noch irgendwann. Oh nö, will er nicht. Oh, das war ja sowas von klar. Nein, da muss auch noch irgend so ein Spacko oder Ding auf. Okay, auch schade. Hey, der Groß ist wieder da. Er macht uns bitte nicht die Munter kaputt, oder? Nichts kaputt gemacht, das heißt, wenn ich den Strom wieder einschalte, kann ich hier raus. Und ich brauche keine Schlüsselkarte mehr. Er ist weg. Lalalala. Es ist nur die Heizung. Es ist nur die Heizung. So, ganz locker mit dem Unterweg. An Akte. Akte 2015. Hypnotische Experimente und Forschung. Finger zeigt, du schläfst. Rex Miss Pierce fiel sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen. Sie hatte vorher Angst vor jeglichen Vorwärts rausgebracht. Alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel sind Miss Jackson, die sich nun einem tiefen urologischen Verstand zu wecken. Wenn ihr das nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe öffentliche Pistole ergreifen und dies auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn sie nicht aufwacht. Du pennst! Ey, werd wach! Ich bring dich um, wenn du nicht wach wirst!
macht keinen Sinn. Für normale Menschen zumindest. Ich glaube, für die. Miss Pierce will die Anweisung genau aus. Heute auch die ungeladene Luftdruck. Aha. Ach, Schläge. Pistolen auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im Wachen zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Der Elektriker! Oh, klasse, denkt schon wieder einer. Oh. Toll. Beide Gaspumpen ein und dann Hauptschalter. Einfach Knopf drücken ist auch zu einfach, ist klar. Da könntest du sogar noch leben, weil er zuckt nicht. Schwingt. Ach nee, kann er nicht. Ist ja auch nicht mehr so ganz zusammen. Eins. Zu sein. Hüpft doch rüber, du Idiot! Mann! Ich
Ich will nicht spielen. Ah! Ja, ficken. Verdammt, komm mal. Mann! Spacko ist hier. Das, Alex! Oh, fuck! Kommt der Drecksack um die Ecke? Ich krieg die Krise! Mann! Findet er noch überall. Ja, und jetzt leck mich, geht doch über die Kacke rüber. Mann! Na, 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 na. Oh Mann, ey. Mit der Kamera oder mit meinem Notizbuch? Beine in die Hand und flitzen. Aha, hier kommst du nicht durch, Arschloch. Ich hab einen Schädel. Licht. Versuchssicherheitscode Nummer 2. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. What? Not yet.
Warum nicht? There is so much yet for you to witness. Ich will nichts mit denen. Ich will ja nur noch abhauen. Hallo. You see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Ein Unsichtbarer, der alle wegknatzt. Oh nö. Wofür mache ich das eigentlich nochmal? Investigativer Journalismus mit der Knete? Nee. Oh, ich hab einen Schädel. Oh, wie dritter Tag Regenwetter. Oh, 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 oh. Und ich bin in einer Gummizelle. Hey, meine Kamera ist doch da. Wenigstens etwas. Aber ich bin trotzdem am Arsch. Hier. Rest in Peace, für dich. Bin dann bereit, eingesaugt. Oh. Ja! Der packt nur. Der tut nichts, der will wo spielen. Eins. Hunderte. Jedes Mal, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin. Spring mich nicht an. Guck nicht! Hier, jetzt bist du auf Film. In deiner vollen Pracht. Don't trust them. They'll tell you it's science. It's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Oh Mann. Ach, das ist der Kerl mit dem. Au, oh, mit dem Schädel an die Wand. Pfeiler. Okay, wie komme ich jetzt hier raus?
aus diesem tollen Zellenblock. They're in my blood if they want to get out. I can feel. Oh. Ich hab dich aber gesehen, du Sack. Ich hab's gesehen. Oh. Hör auf. Komm ich hier raus? Warum auch? Wäre so schön gewesen. Naja. Doof. So. Guten Tag, will ich töten und zersprechen und du gar nichts tun. Ich hoffe, du willst gar nichts tun. La la la. Kann ich immer durch? Guten Tag. Na super. So. Schauen wir gleich mal weiter.